Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medal of Honor Rising Sun. Heute am 9.02.2015 eine kleine Testaufnahme. Ja, weil, wie ihr beim letzten Mal festgestellt habt, es war leider immer noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieses durchgezogene, diese komischen Linien, die hier immer entstehen. Es soll eigentlich nicht so sein, der Grabber kann das auch. Und ich habe jetzt echt ohne Scheiß über eine Stunde irgendwelche Testaufnahmen gemacht. Und, ich habe keine Ahnung, wann es funktioniert und wann nicht. Ich weiß es nicht. Also die letzte Aufnahme, war gut, sah gut aus. Das heißt aber nicht, dass die jetzige auch so aussieht. Ich weiß es nicht. Es hat irgendeinen Grund, aber ich kann wirklich nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich weiß es nicht. Also ich habe die Regel da einfach noch nicht entdeckt. Deswegen eine kurze Testaufnahme. Ich weiß nicht, halbe Stunde, Stunde oder so. Also für mich ist es kurz. Fangen wir einfach schon mal mit der nächsten Mission an. Ich hoffe, es wird gut. Wirklich. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe... Also der Grabber, der kann es noch. Das weiß ich. Hupsa. Entschuldigung. Nee, der kann es auf jeden Fall noch. Er kann noch gut aufnehmen, ohne interlaced Bild und so. Ich habe es auch schon ein paar Mal hinbekommen, wie gesagt, heute. Ich dachte irgendwie, das liegt irgendwie im Format, weil da gibt es ja irgendwie PAL-B und PAL-D und so. Es steht immer auf PAL-B und es stellt sich auch immer dazu rum. Ich habe aber das Gefühl, dass es irgendwann mal ändern konnte und dass dann das Problem gelöst war. So, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel nachbearbeiten muss. Ich weiß es nicht. Verflucht. Ja, auf jeden Fall, um es nur mal kurz zu erklären, wo die Problematik überhaupt liegt, ne? Also, die letzten Projekte der PlayStation 2 waren eigentlich alle irgendwie immer mit Problemen vollzogen. Also ich sag mal jetzt, ich habe mit Crash of the Titans angefangen, habe ich die erste Aufnahme gesehen. Und da lag es daran, das weiß ich, wenn man nämlich die PlayStation 2 startet, dann ist ja dieses Hauptmenü und so, wo man die Memory Card und sowas auswählen kann, wenn man möchte. Und wenn man dann das Spiel startet, ne, zwischen diesem Hauptmenü und dem Spiel starten, ändert sich das Bildformat, beziehungsweise das Bildformat ist kurz komplett weg. Das heißt, es gibt keine Frames. Und dadurch kann ich das nicht in Virtual Dub reinpacken, weil der dann sagt, hier fehlt aber ein Frame, ich kann nicht weitermachen, weil mit Virtual Dub kann ich halt dieses Geisterbild entzerren. War okay, war dann die erste Aufnahme, aber immer wenn es dann nur die ganze Zeit in-game geblieben ist, hat es funktioniert, weil da halt keine Bildformatänderung war. Dann das nächste Thema war WWF SmackDown, Shut Your Mouth. Nein, Just Bring, Entschuldigung. Also der dritte SmackDown-Teil. Erste Aufnahme. Gleiche Probleme bei Crash of the Titans. Aber da war ich mir darüber im Klaren, warum das so ist. Und deswegen habe ich da schon ein bisschen vorgesorgt. Habe erstmal alles, was vor Gameplay ist, aufgenommen. Und das war halt quasi vor das Video geschnitten. Und dann erst im Gameplay die richtige Aufnahme gestartet. Sprich, also zwei Aufnahmen. Nämlich das Intro, was ja nicht so schlimm ist, weil da auch nicht so viel Bewegung drin war. Ja, das habe ich dann halt so gehabt. Und den Rest konnte ich dann halt schön bearbeiten. War auch kein Problem. Hier allerdings, bei diesem verkackten Spiel, ändert sich das Bildformat unmittelbar vor der Mission. Das heißt, ich müsste nach jeder Mission die Aufnahme beenden, ne? Müsste dann eine neue starten, um das dann halt alles anschließend bearbeiten zu können. Und dann müsste ich das alles auch so gut timen, dass ihr dann halt auch alles mitbekommt. Und das ist halt das Problem, was ich habe. Allerdings ist mir dann aufgefallen, ne? Moment, Dennis, das Problem hatte früher nie. Weil die Rohdatei gar nicht dieses Geisterbild hatte. Also es nennt sich Interlacing oder so. Keine Ahnung. Ja, und deswegen versuche ich gerade irgendwie verzweifelt, es wie hinzubekommen. Und ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung. Also manchmal schon, manchmal nicht. Wie gesagt, die letzte Aufnahme unmittelbar hier vor. Die hat funktioniert. Ja, da war kein Interlaced-Bild. Ich hoffe, es bleibt auch so. Deswegen, Midnight Wait on Guadalcanal. Legen wir mal los. Ich hoffe einfach nur. So, ich möchte einfach nur mit dem Ding doch einfach nur aufnehmen. Ist das denn zu viel verlangt? Leben. Oh, Sequenz. Listen up, Marines. The mission is to soften up the enemy before the main assault at dawn. We land across the beach, proceed to the airfield, destroy an ammo dump, eliminate any remaining resistance, sit tight till our relief arrives. Any questions? Oh, Munitionsdepot zerstören, sehr schön. Okay, erstmal hier Störung wieder klarkommen. Ich habe aber gerade ein Krokodil, ich habe es sogar gesehen. Ja, wenn ihr jetzt schon seht, dass das irgendwie so geisterhaft ist, dann tut es mir leid, dann wird die ganze Aufnahme so sein. Ich denke nicht, dass ich sie bearbeiten kann, aber ich hab hohe Hoffnungen. Er kann also nicht schwimmen, habe ich gerade unten noch gelesen. Ist halt ein bisschen doof, weil ich kann dann halt nicht so schön entspannt aufnehmen, so wie ich das immer gerne gemacht habe. Moment, ich muss mal gucken. Also, wie schieße ich denn hier?
Entschuldigung. Puff. Okay, den habe ich getroffen. Warum sollte ich überhaupt zielen? Wenn er auch so funktioniert. Paff! Ja, okay. So. Es ist ein Karabiner. Also, warum sagt mir denn keiner, dass ich kein Magazin habe? Oh, so ätzend. Ätzend. Wie kann man denn zoomen? Ah. Gut. Ja, ich muss mich erstmal im Spiel anfreuen. Ist halt natürlich schon ein bisschen her, wo ich das Spiel gespielt habe. Und selbst da war es ja auch nur so eine Kurzaufnahme und so. Ja, ich hoffe einfach nur wirklich, dass die Aufnahme okay ist. Weil ich habe mir jetzt das jetzt echt nochmal angeguckt, zum Beispiel bei Crash Insanity damals, vor 2 Jahren noch. Oder halt auch bei Mafia vor noch längerer Zeit. Da hatte ich diese Problematik einfach nicht. Es hat einfach funktioniert, ich konnte aufnehmen, konnte ihn ganz normal bearbeiten. Und YouTube ist, was? Press Action, um an den Strand zu gehen, okay. Also Ashore, denke ich mal. Ich glaube, ich hätte noch weiterfahren können. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Okay, ich will jetzt aber oben eine anständige Waffe haben, bitte. Moment, habe ich denn noch? Eine Pistole und die Springfield. Ah, die Springfield ist eigentlich gut, aber hier ist sie echt kacke. Weil die nur einen Schuss hat. Okay, wow, wow, wow. Ich höre jetzt echt viele Leute schießen auf mich. Headshot. Ja, ich habe gerade sau viel getrunken, es tut mir leid. Ich war heute schon auf dem Rad und so. Hatte auch meinen ersten Arbeitstag bei der neuen Arbeitsstelle. Und es war so schön, bis 6 Uhr zu schlafen, ne? Das Schlimme ist, ich meine, ihr werdet mich für bekloppt halten. Ich habe es nicht geschafft, bis 6 Uhr zu schlafen, weil ich vorher aufgewandt und wach bin. Um 20 vor 6 Uhr genau zu sein. Okay, eine Dschungelmission. Also das ist jetzt schon mal so ein interessantes Szenario, was man aus Medal of Honor bisher nicht kannte. Zumindest nicht bei den Konsolen spielen. Oh. Nein, es ist nicht Vietnam. Alter, okay, ich muss erstmal wieder an die... an die Sensibilität des Spiels gewöhnen. Was habe ich denn gespielt? Wipeout. Okay, das ist nicht unbedingt was mit Medal of Honor zu tun. Komm, ich will mal eine anständige Waffe haben, bitte. Also ich muss hier ein Munitionsdepot zerstören, oder was? What the fuck? Da bist du doch. Ach, weißt du was? Fops! Da ist jemand aus dem Loch gekommen. Die vergraben sich hier nämlich gerne. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Boah, ich hoffe es einfach mal. Das Schlimme ist, ich habe die ganze Zeit echt im Hinterkopf, ne? Wie es einfach gerade alles scheiße ist. Ich meine, es ist nicht so schlimm, ne? Das Lustige ist ja... Erstmal, dass ich gemacht habe. Na, das Lustige ist ja, dass ich gerade halt, beziehungsweise, dass halt viele Zuschauer sagen, dass halt gerade meine ersten Crash Bandicoot Let's Plays und so zu den besten gehören. Da hatte ich genau diese Problematik auch. Nur damals habe ich das nicht als Problematik gesehen, weil ich dafür keine Lösung hatte. Ich habe es einfach so hingenommen. Und jetzt kacke ich mich hier eigentlich voll ein. Eigentlich stehe ich mich total an, was das angeht. Ja, das Problem ist einfach, wenn ich weiß, dass es besser geht und es klappt einfach nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, dann finde ich sowas kacke. Ich hasse das, wenn Technik einfach nicht funktioniert, weil sie keinen Bock hat. Das ist einfach nur ätzend. Bleib mal geschmeidig. Moment, alles klar. Oh, ho, ho. Hui. Das war so einer von diesen Banzai-Angriffen. Kann ich denn hier schon ein bisschen was nerven? Alter, was sind denn da? Wie viele Leute sind denn da, bitteschön? Ist hier immer noch kein. Muss ein Scherz sein? Ach, da! Ihr seid aber gar nicht mal so schlecht getan, muss ich sagen. Du lebst noch. Willst mich eigentlich total verarschen? Ich hab dir das Herz durchbohrt. Zack. Mich ist einfach nicht interessiert. Er packt sich kurz im Gesicht und das Problem ist gelöst, oder was? Okay, du bist tot. Naja, gut. Die sind echt verdammt gut getan. Und der kann durch den Baum schießen, der Arsch. Was hat er jetzt? Ne, da hinten ist noch was. Ich kann leider nichts erkennen. Scheiße. Okay, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Energie. Hallo? Ich geh mal lieber vorsichtig daran. Also hier wird es auch schon schwieriger, ne? Weil letztes Mal war eigentlich gar kein Problem. Nur das Ende war ein bisschen tricky. Ich sehe die einfach viel zu spät oder gar nicht. Da! Ach, das ist cool, das sind Freunde. Ja, toll, sag mal doch mal bitte einer. Ja, Springfield will ich schon nicht. Hier kommt Isman. Oh mein Gott! Ich bin rot. So. Ah. So befriedigend, ne? So befriedigend. Oh mein Gott! Pack doch mal den Katana da weg! Hast du einen Schatten, Junge? Der hat mir gerade voll die Kombo verpasst. Alter, ich brauche hier nur direkt nochmal so ein Moped, ey. Alter. Ich habe Dokumente gefunden. Sehr gut. Alles kaputt machen.
Ja, ich habe gerade auch noch das Streamprogramm versucht, also hier XSplit. Und hat auch ungefähr 10 Sekunden gut gehalten und so, sah auch gut aus. Und da hat es angefangen zu laggen. Also war jetzt nicht so, wie gehe ich denn hier weg? Okay. War jetzt nicht so berauschend. Na, ich habe einfach, wie gesagt, ich habe einfach Hoffnung, dass es jetzt schön ist. Hoi. Und dass es vor allem auch trotzdem dann auch nicht laggt und so. Und ziemlich wie das offizielle Programm, da dürfte es eigentlich funktionieren. Also, es sollte auf jeden Fall eine Aufnahme da sein. Und wenn, selbst wenn die Interlaced ist, dann hoffe ich mal, dass ich die nachbearbeiten kann. Denn nur wenn diese beiden Sachen nicht zutreffen, sieht das so aus, wie es beim letzten Mal. Wo ist denn hier der Aktionsbutton? Ich bin unterm Schiff. Ja. Ja, geht doch. Verflucht nochmal. Ich hätte gerne mal eine anständige Waffe, nicht nur so ein Kack. Wo eben alle Maschinengewehre oder Shotguns. Ja, so ein Pilleball-Kack hier. Kann doch keiner mitarbeiten. Man benutzt doch kein Schraubenzieher aus Gummi. Also aus Weichem. Ich kann aber auch nichts sehen, Kollege. Es geht mir nicht besser. Okay. Aber ich hasse es immer, diesen Strand frei zu holen. Wo, von wo, von wo, von wo? Da im Gebüsch oder was? Leg dich erstmal hin. Wie, er ist tot? Hier war doch jemand, oder? Tja. Guten Appetit, Alligatoren. Ah, okay. Hier ist doch schon mal ganz, ganz viel Böse. Ach, das sind Freunde. Entschuldigung. Och, Mann. Ja, da sehe ich mal ein. Bin voll stolz, ne? Und dann sind es meine Freunde. Ah, ich hab ja nur ins Bein geschossen. Zum Glück bin ich so ein schlechter Schütze. Hey, guck mal, wir haben schon mal das hier erreicht. Deswegen will ich, gib mir bitte ein Maschinengewehr. Ich kann mit sowas nicht arbeiten. Lumia, geh auch mal vor. Okay, ich nehme doch lieber mal ein Scharfschützengewehr raus. Okay, eine Signalfackel. Ach du Scheiße. Okay. Es geht ab, würde ich sagen. Oh mein Gott. Haben die jetzt hier Panzerfäuste oder was? Ach du Scheiße. Fuck, ich habe keinen Plan, wo ich anfangen soll. Du bist böse? Ha! Ich habe einen. So, jetzt gehe ich nach Hause. Können wir mal. Immer diese sinnlose Gewalt, ne? Alter! So unkomfortabel, gerade mit dem Ding zu zielen, ne? Ohne Scheiß. Oh, such doch mal schneller, Junge. Ah! Komm, komm, komm. Kannst du mal bitte irgendwas machen? Nein! Oh, zack! Weißt du was? Weißt du was, Kollege? Oh mein Gott, der Nahkampfangriff ist hier die beste Waffe im ganzen Spiel, echt. Ich glaube, ich versuche mal gerade mal ganz schnell den Bunker zu sichern. Ich muss von hinten rein. Verflucht! Ja, toll, geht nicht, weil da ein Blatt im Weg ist. Für mich auch, ey, echt. Fuck you! Okay, okay. Ich habe es hier. Nein, haben wir noch nicht gesichert. Alter, warum hast du denn deinen Zoom-Faktor da drin? Fick dich! Zack! Ah, leck mich am Arsch. So. Hui! Okay. Ich sehe leider nicht, wer jetzt hier noch da ist und wer böse. Bist du böse? Ne, du bist Kollege, ne? Oder? Ja, du bist gut. Ich sehe das nicht, wirklich nicht. Ich dachte, da wäre ein Maschinengewehr drin oder so. Jetzt bewegt er sich im letzten Moment. Boah, was? Ich hasse das! Das Springfield hier in dem Spiel ist echt kacke. Ich hab's in den alten Spielen echt geliebt. So. Oh mein Gott! Okay, der hab ich in den Kopf geschossen. So, jetzt komme ich hier in den Bunker rein, ne? Sag mal. Komm, geh kaputt. Danke. Hui. Sind jetzt noch mehr? Ja, tatsächlich noch mehr Dokumente. Das ist wahrscheinlich eins der Sekundärziele, denke ich mal. Finde alle Dokumente. Was? Wer? Wo? War? Wo denn? Ach, da geht's runter. Okay. Da geht's wieder hoch. Ich bin überfordert.
Wo zum Teufel muss ich lang? Nein, ich will da noch nicht lang. Ich will erstmal einen anderen Weg gehen. Ja, ich bin wieder etwas... Ah, sehr gut, okay.